gespielt habe, dann bleibt auf jeden Fall drauf. Im ersten Schritt habe ich ein Haarnetz genommen und mir damit diesen Fischlook kreiert. Dann geht's auch schon los. Ich nehme als erstes ein Blau aus meiner Schminkpalette und mache mir das dann überall hin, wo ich es gerne haben möchte. Und wie ihr seht, nehme ich dann auch eben noch Rot und Gelb. Ihr könnt für den Look natürlich jede beliebige Farbe verwenden, die ihr wollt. Ich fand, dass die drei eigentlich ganz gut aussehen in Kombi. Passt nur dabei auf, dass ihr bedenkt, ihr sollt nicht wischen, sondern ihr sollt eher tupfen. Um das Ganze dann zu fixieren, habe ich den jeweiligen Lidschatten genommen, also ein Blau für den blauen Ton, ein so ein Neonrosa aus einer Essence-Palette und einen gelben Lidschatten. Dann hält das Ganze und verrutscht auch nicht mehr so leicht. Das, was ich auf meinem Hals gerade auftrage, ist ziemlich unnötig, weil es dann nachher nicht mehr so schön aussieht und ich habe es dann auch wieder weggemacht. Wenn wir fertig sind, nehmen wir ganz vorsichtig das Netz herunter und fangen auch schon oben an. Machen genau dasselbe. Dieser Teil ist leider rausgeschnitten, weil ich ihn irgendwie verloren habe. Aber ihr könnt ja sehen, in welcher Art und Weise ich das ungefähr gemacht habe. Dann kommt auch schon das Auge dran. Ich nehme einen blauen Lidschatten und trage den großzügig auf mein Auge auf. Falls der Lidschatten nicht so pigmentiert ist, könnt ihr natürlich den Pinsel etwas nass machen, wie ich es getan habe, und dann nochmal das Ganze auftragen. Ich habe dann aber noch ein Pigment verwendet, ein blaues, was sehr schwer zu verblenden ging, aber ich habe es dann irgendwie zusammenbekommen und ja, dann ist es auch intensiver. Dann habe ich eine rote Farbe genommen und sie auch auf mein Auge draufgegeben und das Ganze mit diesem neonroten Lidschatten natürlich gesettet. Wenn man wüsste, was ich eigentlich alles mit mir selbst rede, wenn ich mich schminke. Ja, bitte, bitte. Dup, 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 dup. Ja, das sieht man eindeutig, wie verblödet ich manchmal bin beim Schminken. Aber ja, im Grunde genommen habt ihr gesehen, ich habe den gelben Lidschatten angenommen und habe das Gelb gesettet. So, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich nicht realisiert habe, dass ich gut im Bild bin. Es wird leider einige Stellen geben, die so schlecht gezeigt werden. Aber im Grunde genommen habe ich mir nur einen unteren Lidstrich gezogen. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dieses Rot genommen und habe es mir an meinen unteren Wimpernkranz hingezogen und das Ganze so ein bisschen dramatisch nach vor und nach hinten herausgezogen. Ja, das war kein Deutsch. Egal. Dann habe ich mir einen Eyeliner-Strich gezogen mit einem weißen Eyeliner, was sehr schwierig ist, weil ich eine Wimpernverlängerung habe und dieser Eyeliner meine ganzen Wimpern schön weiß gemacht hat und verklebt hat. Für meine Augenbrauen habe ich zwei Liquid Lipsticks gemischt, zwei Blautöne und ganz vorne habe ich dann etwas Gelb hingemacht, das was aber im Endeffekt grün geworden ist, weil Blau und Gelb grün wird. Ja, eh klar. Hier habe ich dann schon begonnen, mir mein Skelett vorzuzeichnen, am besten mit dem blauen Lidschatten, den kann man super verblenden und wenn man es direkt mit irgendeinem Schwarz macht oder so, ist es etwas schwieriger. Deshalb habe ich den blauen Lidschatten genommen.
Diesen rosanen Lidschatten habe ich dann noch in das Blau hineingesetzt und das Ganze wird dann verblendet einfach mit einem Blenderpinsel. Das sieht man leider nicht, weil ich so weit unten im Bild war, dass ich es leider wegschneiden musste. Und zu guter Letzt habe ich dann das Schwarz verwendet, um die Linie noch etwas zu präzisieren. Da habe ich auch schwarzen Lidschatten verwendet. Jetzt beginne ich mit den Zähnen und es tut mir so leid, es ist leider so viel weggeschnitten, weil ich wie gesagt nicht im Bild war. Aber ja, ich habe einige andere Videos, wo man sieht, wie ich die Zähne mache und es ist im Grunde genommen genau dasselbe wie in den anderen Videos. Mit einer weißen Cremefarbe habe ich dann meine Zähne ausgefüllt und es nach oben hin verblendet. Mit schwarzem Lidschatten habe ich dann auch begonnen, meine Nase anzumalen und habe das Ganze dann nach innen hin leicht verblendet, sodass man das Muster noch leicht erkennen konnte. So, und dann habe ich begonnen, mir Schatten zu machen, um das Ganze ein bisschen realer aussehen zu lassen. Mit dem Rot habe ich dann eben vorgezeichnet und dann eben das Ganze intensiviert mit Schwarz. Dann bin ich noch bei den schwarzen Strichen mit den Rosa drüber gegangen und habe zu guter Letzt den weißen Kajal reingesetzt. Über den weißen Kajal bin ich dann nochmal mit diesen rosanen Lidschatten gegangen, um den Neon-Effekt besser zu machen. Und übrigens mache ich das gerade alles so durcheinander, weil ich da sehr improvisiert habe und eigentlich das gemacht hatte, was mir gerade in den Sinn kam und eigentlich keine Vorlage verwendet habe. Ja, das seht ihr nochmal, wie ich versuche, das auf meinem Körper irgendwie gut aussehen zu lassen. Kurz vor dem Schluss habe ich mich dann entschlossen, meine Zähne etwas rosa zu machen und habe den rosanen Lidschatten genommen und ihn auf meine Zähne gesetzt. So, dann kommen Kontaktlinsen, weil Kontaktlinsen einfach sehr viel ausmachen.
Ich habe mein Gesicht abgepudert, dass ich nicht so glänze, und habe das Weiß noch intensiviert, beziehungsweise in meinen Zähnen ein bisschen etwas herumgetan, was mich halt einfach gestört hat. Ja, und im Grunde genommen war es das auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet die Produkte in der Infobox. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Entschuldigung, die Augen schon wackeln. Warum sagst du nicht, da komme ich nicht mehr auf. Nein, ich schneide das hier raus. Was? Nein.